Hallo Leute und willkommen zurück zu Mounted Blade Warband. Da kommt schon der nächste. Das ist der König persönlich. Holy fuck. Reitet nicht weg. Bleibt mir treu an der Seite. Wie viel haben wir? Was hat der überhaupt? Der hat nur 5 Ritter. Will der mir das ernsthaft erzählen? 20 Infanterie, Scharmützel 58, Waffenknecht, Armbrustschützen. Der hat viele Kämpfer. Verdammt, verdammt, verdammt. Aber das wäre der König, wenn ich den einstecken könnte. Erstmal befördern und gucken, was dabei so rauskommt. Swadische Miliz. Ah, verdammt. 108, 83. Wir haben auch viele Kämpfer. Wie sieht's denn bei dir aus mit Reitern? Da hätten wir 3, da hätten wir auch 3. Ah, da hätten wir 2. Da haben wir 12, das ist gut. 4, noch einer. Aber das wäre der König, wenn ich den einstecken könnte. Wo wollt ihr alle hin? Kommt zu mir und helft. Die wollen auch nicht helfen, ne? Ah, ich weiß nicht, was ich tun soll. Helft mir. Ah, das ist der König, wenn ich den einstecke. Ah, verdammt. Wünscht mir Glück. Puh. Konzentration. Das wird eine Scheißschlacht. Aber ich werde mein Bestes geben und hoffen, dass wir gewinnen. Oder wenigstens noch fliehen können, wenn wir merken, es wird zu heikel. Ah, verdammte Armbrustschützen, wie ich euch hasse. Nein, 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 nicht an den Baum, nicht an den Baum. Schild hoch, Schild hoch. Reite, Peter, ah, reite. So ein Mist aber auch. Ich weiß nicht mehr, wem ich hier trauen kann. Ich habe selber swadische Truppen dabei. Wer ist Freund? Wer ist Feind? Du bist auf jeden Fall Freund. Ihr dürftet alle Freunde sein. So, wieder 2 platt. Das sieht verdammt schlecht aus für uns. Verdammt schlecht. Aber wir können es noch packen, Leute. Holt ihn euch, holt ihn vom Pferd. Holt ihn vom Pferd. Gut gemacht. Und jetzt haut ihn drauf. Der ist schon fast tot. Hab einen. Hab noch einen. Ich hasse es, gegen swadische Ritter kämpfen zu müssen. Ich werde das Gefühl nicht los, dass wir hier verlieren werden. Au. Gut gemacht. Und sofort wieder nach vorne stürmen, Männer. Da sind noch massenhaft Schützen. Ah!
Na, jetzt komm schon, Pferd. Mach bisschen Tempo. Hallo? Bist du ein Feind? Nee. Ich wollte schon sagen. Das war so ein komisch rotes Schild. Ich dachte, die gehören zum König. Des Königs Armee, wenn ich hier gewinne. Oh Gott. Oh, das war knapp. Hätte ich das Schild jetzt nicht nochmal hochgezogen, hätte der Bolzen gesessen. Verdammte Armbrustschützen. Wie sieht's denn aus? Wir hauen ab. Wir hauen ab. Der hat aber nicht mehr so viele Männer. Wie sieht's denn mit mir aus? Ich habe inzwischen auch wieder relativ viel Lebensenergie, aber ich habe keine Männer. Aber König, der König hat nichts mehr. Kommt, wir helfen. Vorwärts, wir haben viele Reiter, das packen wir. Oh, Mann, das war eine spannende Schlacht, Leute, das müsst ihr doch zugeben, oder? Das war doch echt spannend. Eine gute Schlacht, das gefällt mir an diesem Spiel. Auch wenn ich fast gestorben bin. Aber ich lebe ja noch. Los, alle Mann den Hügel rauf, die holen wir uns. Des Königs Armee stecken wir ein. Einfach durchreiten und alles niedermachen. Das läuft echt gut. Also hier gewinnen wir jetzt definitiv. Ach, der ist geflohen, der Feigling. So, die Waffe kann ich wegstecken. Viele Tote müssen wir beklagen, aber wir haben einen wichtigen Sieg errungen. Des Königs Armee ist bezwungen. Der hat immer noch Feinde. Zwei Stück. Zwei Stück hat er noch. Wegen zwei Stück muss ich nochmal aufs Feld reiten. Sowas aber auch. So, Feierabend. Ihr könnt echt stolz auf euch sein, Leute. Ich bin es auf jeden Fall. Das war ein feiner Kampf. Keine Freude ist wie die Siegesfreude, was? Ihr habt mich befreit, dafür stehe ich auf ewig in eurer Schuld, mein Freund. Her, ihr könnt gehen, wohin ihr wollt. Ich danke euch. So, jetzt gibt es hier aber erstmal schön einige Truppen, ne? Finde ich gut. Ich habe nämlich viele verloren. Viel zu viele. Ein paar weniger hätten auch gereicht. Ah, das nehmen wir auch alles mit. Boah, das war ein Kampf, mein lieber Scholli. Aber dafür ist hier hinten jetzt auch Ruhe. Und wir reiten direkt durch nach Sargov. Hallo Sargov. Ich würde gern zum Marktplatz und zum Waffenhändler. Da schauen wir mal vorbei. Nicht so gute Waffen. Wie wäre es mit dem Rüstungshändler? 52, 18. Die Rüstung ist ein bisschen besser. Kostet aber auch ordentlich Schotter. Wie viel würden wir denn verdienen, wenn wir das hier alles verschachern?
Nicht genug, um dann noch genug für ein Gewerbe zu haben. 32, 35, die hier können wir aber nehmen, die sind ein bisschen besser. So, Spaziergang durch die Straßen, mal sehen, ob ich mir hier irgendwo ein Gewerbe erstehen kann. Oh, es ist dunkel. Hallo, Gildenmeister. So, jetzt haben wir wieder ein neues Gewerbe dazu bekommen. Jetzt befördern wir noch unsere Leute schön. Viel ist uns davon ja nicht mehr geblieben. Aber was will man machen? Wenigstens haben wir einen phänomenalen Sieg errungen, über den man noch Jahrhunderte sprechen wird. Jetzt können wir uns auch noch ein paar Söldner holen. Zack. Ein paar Truppen dabei haben. Wäre ganz gut. So, und jetzt, wo wir eigentlich alles, was Rang und Namen hat, besiegt haben, nehme ich an, dass wir bald ein Friedensangebot bekommen werden. Braven kann ich nicht nehmen und Fürth, selbst wenn ich es nehmen könnte, würde ich es nicht machen, weil der Nurn sich dadurch provoziert fühlen könnte. Aber wir können ja zumindest mal dahin reiten. Vielleicht finden wir ja einen Fürsten, ne? Boah, die Stadt ist aber auch heftig besetzt, du. Können wir mit dem König reden? So, König, wie schaut's aus? Ihr habt etwas, das mir gehört, Rayvadin. Ich werde euch zwingen, es aufzugeben. Natürlich. Ich möchte mit dem Königreich Swardien Frieden schließen. Ja, ich bin es müde, mit euch zu kämpfen. Ich könnte euch eine Waffenruhe von 40 Tagen vorschlagen. Wenn ihr euer Wort haltet und meine Ländereien und Untertanen in Ruhe lasst, können wir weiter verhandeln. Ich akzeptiere, die Waffen sollen nun schweigen, fürs Erste jedenfalls. Friedenszeit. Dann können unsere Fürsten jetzt auch nach Hause. Die befördern wir noch rasch. Die natürlich auch. Und reiten jetzt selber los. Boah. Jetzt haben wir auch endlich wieder Frieden. Wir haben in diesem Krieg verdammt viel gewonnen, Leute. Verdammt viel. Das war ein guter Krieg. Ein sehr guter. So, denn Denisa ist im Level aufgestiegen, sagt er. Dann lass mich doch mal deine Fähigkeiten sehen. Stärke könntest du noch ein bisschen zulegen, ne? Da, 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 da. Machen wir mal noch auf Waffenmeister und dann alles schön in die Einhandwaffen. Da 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 da. Rekrutiert Freiwillige, 7 Stück. Jetzt brauchen wir nämlich auch wieder ein paar Rekruten hier, die wir ein bisschen ausbilden können. Dann nehmen wir uns auch wieder welche. Das Dorf ist geplündert. Da hinten können wir noch hin. Ja, da ist den Swaden nur noch. Ah, nee, mehrere. Mehrere sind gegen geblieben. Eine Stadt und noch eine. Mehrere. Eine Stadt und noch eine. Ja, Braven gehört denen noch und Firth. Firth, wie auch immer. Ich spreche die Namen eh immer aus, wie ich es gern hätte. Rekrutiert Freiwillige. Dann weiter zu den Rodok-Rekruten. La 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 na na na. Du sollst schon ins Dorf reingehen. Sonst bekommen wir nämlich nicht so viele Rekruten, weißt du? Hier gibt's keine. Reveran. Rekrutiert Freiwillige. So, und jetzt würde ich sagen, flugs zurück nach Uxkal. Miau.
Und wir kriegen Geld. Veluca. Veluca bringt wieder stärkere Verluste. Aber darum kümmere ich mich mal anders. Ich warte mal noch ein bisschen ab. Vielleicht können wir ja doch noch was gewinnen. Und ich würde sagen, jetzt wo das Imperium so groß ist, können wir auch wieder einen Cut machen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht es gut, euer Lord Peter.